momentane Stand ist, einer hat das Qual von drei Personen hat einer das Quiz-Taxi bis jetzt erfolgreich absolviert. Oh Gott, das Also ist haben Sie fürchterlich. eine 50%, eine 25, eine 33%ige Chance zu bestehen. Ja, man muss dazu sagen, die beiden, die verloren haben, haben aber auch die schweren Fragen genommen und nicht die einfachen. Ja, die wollten direkt die harte Möchten Sie dann nochmal. teilnehmen? Es gibt viel Geld zu gewinnen. Okay, einen Moment, ich Ja? muss mir zuerst ein bisschen Mut antrinken gehen. Ich bin in 2 Minuten wieder da und dann fahre ich mit. Okay. Okay. Bei Bonki hat er reicht. Kann ich ja ein Triple Shell auf. Ja, die Hälfte. Na gut, liebes Quiz-Taxi-Team, ich Bin wäre ich da? soweit. Gut, dann bitte einmal einsteigen. Okay. So, herzlich willkommen zum Quiz-Taxi. Ich erkläre Ihnen einmal die Regeln. Sie haben gleich die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir leichte oder schwere Fragen nehmen. Insgesamt sind es 10 Fragen, die Ihnen gestellt werden. Für pro richtige Frage bekommen Sie, pro richtige Antwort, Entschuldigung, bekommen Sie pro richtige Antwort 50.000 bei den leichten Fragen und 200.000 bei den schweren. Wenn Sie 10 Fragen absolviert haben, wird Ihnen eine Bonusfrage gestellt, wenn Sie das möchten. Sie können also aufhören oder die Bonusfrage nehmen. Nehmen Sie die Bonusfrage, kann Ihr Geld verdoppelt werden bei einer richtigen Antwort. Bei einer falschen Antwort verlieren Sie alles. Sie haben 2 Joker, einmal den Passanten-Joker und einmal den Antworten-Joker. Der Antworten-Joker, da werden Sie 4 mögliche Antwortmöglichkeiten von uns bekommen. Einziger Haken bei der ganzen Sache ist, wenn Sie 3 Fragen falsch beantworten, werden wir Sie erschießen und Sie dürfen nicht den EMS alarmieren vor Ihrem Oh Tod. Sie mein müssen Gott. also in den Himmel auffahren. Okay. Nun Aber gib Money. gut. Gib Money. Sie Money. haben jetzt, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit. Möchten Sie am Quiz-Taxi teilnehmen oder nicht? Nein, nein, ich halte mich für klug genug für die einfachen Fragen. Hoffe ich. Habe mir außerdem Mut Dann sage angetrunken, ich Ihnen also mal ach herzlich was, das willkommen geht beim schon. Quiz-Taxi. Gut, dann die leichten Fragen. Oh, Kaffee ist abgesoffen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, müssen wir jetzt mal die Frage stellen, ne? Die Karre ist ein bisschen doof, also die Karre reagiert erst wieder, wenn Sie eine Frage richtig beantwortet haben. Okay, verstehe. Dann fangen wir mal an. Ich frage mal erstmal vorher, was sind denn so Ihre Lieblingsthemen? Wo kennen Sie sich gut mit aus? In allen möglichen Gebieten? Ja, also nichts Inseltechnisches. Alles allgemeine Fragen über Musik, Filme, Sport, Kultur, Geschichte, Erdkunde, Mathematik. Okay, dann sind meine Stärken Biologie, Medizin, solche Sachen. Sehr schön. Was fährt denn hier? Die Polizei, schauen Sie mal. Die wollen wahrscheinlich wieder irgendwas von mir. Oh Oh. Gott. Nun, noch habe ich ja Willst du keine Mut von Frage mir? falsch beantwortet. Noch ist Gut. werde ich bestätigen, dass das hier ein ganz normales Ich glaube, wir Taxi werden ist. verfolgt. Ja, stimmt. Noch. Ich glaube, wir werden verfolgt. Oh, Oh, ich Gut. hat vielleicht schon jemand Dann Anzeige kommen wir erstattet? zuerst. Ja, dann.
Dann kommen wir zur ersten Frage. Was ist eine Fraktur? Ein Bruch. Das ist richtig. Erste Frage richtig beantwortet. Sind schon mal Mann, Mann, 50.000 ey. für Sie. Verdammt, ey. Ich weiß ja doch noch. Was ist denn hier? Polizeiwetter vorbei. Easy. Easy money. Wow. Das Auto funktioniert ja gut gerade, oder? Och, jetzt Ja, ne. Wieso kackt sagst das du Ding das schon wieder überhaupt? ab. Na gut, denn Frage 2. An welchem Fluss liegt die Stadt Wien? Sowohl an der Donau als auch am Wienfluss. Donau ist die richtige Antwort. Mann, Beste Mann, Mann, Frage wer so weit ever. hat, ey. Meine Geburtsstadt. Da haben Sie ja Glück gehabt. Ich aber mit der Karre nicht. Frage Ja, 3. toll. Welche Pilze lässt man von Schweinen suchen? Trüffelpilze. Das ist die richtige Antwort. Das geht ja rucki zucki bei Ihnen. Sind jetzt ziemlich flink. Also Sie haben noch 7 Fragen vor sich, Ja, zwei Joker noch. Das vor sieht denen ja habe ich doch gut ein aus. bisschen Angst. Oh, ja, jetzt müssten sie echt Angst haben. Wie viele Hobbits erklommen den Schicksalsberg? Auf eigenen Beinen oder überhaupt? Wie viele waren auf dem Schicksalsberg? Zwei Stück. Ist das Ihre finale Antwort? Ja. Dann muss ich sagen, dass das leider eine falsche Antwort ist. Gollum ist auch einer. Gollum war auch ein Nein, oder nein, ist nein, auch nein. ein Hobbit. Gollum ist. Nein, Gollum ist vom Flussvolk. Das ist ein Hobbit-ähnliches Volk, Ja, aber die sind ab keine Hobbys, Hobbits. fehlen aber in den Romanen mit als Hobbits. Meines Wissens nicht. Ah, verdammt, Na, ich na. sag besser nichts. Wie gesagt, er gehört zum Flussvolk, Sie ein haben. Hobbit-ähnliches Also Volk. wir haben uns bei mehreren, und wir haben im World Wide Web die Fragen gesucht und da standen bei mehreren Sachen, dass Gollum als Hobbit mitgezählt wurde. Aber okay, da die Frage ein bisschen zwiegespalten ist, nämlich eine andere Filmfrage. Wer spielte den ersten James Bond? Wie ist der Schauspieler? Okay, ich brauche einen Passanten-Joker. Dann fahren wir mal einmal zurück nach Kavala. Warte mal, vielleicht finde ich hier noch eher welche. Weil sehr weit, Mr. Baller. Kann gerade Also nicht sein. Stand jetzt haben Sie 150.000 verdient. Bringt gerade in einem Nee, ne. Quiz-Taxi, wenn ich Sachen falsch Also sage, ne. dann. Spatz, weißt du. Mit der Bonusfrage könnten Sie das auf 300.000 hochstocken. Ja, nein, 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 ich glaube, ich bleib. Mal sehen, mal sehen. Sind denn hier Menschen? Menschen, hallo, Menschen. Ich würde eher nach Kavala fahren. Naja. Wir können ja ansonsten nochmal die Polizei fragen. Die wissen doch eigentlich immer So. sowas. Die wissen alles. Das sind die Experten von Experten. Naja, die können doch die Gesetze hier rauf und runter plappern, dann werden die sich bestimmt auch mit dem Film auskennen. Gerade Polizisten mögen doch bestimmt James Bond. Ich glaube auch. Wir brauchen auf jeden Gut, wir Fall werden den einen ersten, Mann. wir fragen den ersten Da. Passanten, den wir Da finden, war noch und da haben wir einer. schon den ersten. Oh nein! Mal gucken, ob der anhält. Das sieht nicht so aus, als würde er auf Action stehen. Der steht. So, Sie müssen dann einmal kurz erklären, warum wir hier sind und was Sie von ihm möchten. Hallo, Hey Sie, Lisa! es geht um Leben Hallo! und Tod, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen, es geht um Leben und Tod! Okay. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dem ist das egal, ob ich hier verrecke, weil Kommen ich meine Sie denn den Fragen nicht nächsten? beantworten kann. Ja, da können Sie nichts für, wir nehmen den nächsten. Können wir nicht wirklich bei den Cops vorbeischauen? Die sind zwar wenig hilfreich normalerweise, aber vielleicht, was, wenn es um Herumgeballere geht? Wie gesagt, wir nehmen den ersten, der uns über den Weg läuft.
Wenn der wegläuft, kommt der nächste. Redet. Okay. Genau. Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn da mehrere Leute auf dem Platz sind, dürfen Sie die Frage in die Runde werfen. Das ist natürlich sehr schön. Fahren wir zum Garagen, oder? Was gibt's? Nee, ist gar nicht. Da ist keiner. Da vorne, ganz viele. Da ist doch einer. Ja. Ja, fragen wir den mal. Hey Sie, bleiben Sie mal stehen! Herr, es geht um Leben und Tod, bitte bleiben Sie kurz stehen! Es geht um Leben und Tod, laufen Sie nicht weiter! Der Herr! Der Herr! Der Herr! Hallo! Super! Niemand will mit mir reden! Ja, am Marktplatz werden bestimmt welche finden. So. Die Herren, ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um Leben und Tod. Herr Bambus oder Sie, irgendjemand kann mir doch bestimmt weiterhelfen. Es geht um eine Quizfrage. Um Leben und Tod. Doch, wenn ich es falsch beantworte, irgendwann schon. Jedenfalls, hören Sie mal zu. Wer spielt die männliche Hauptrolle, also die Hauptrolle im allerersten James Bond Film? Leonardo DiCaprio. Herr Bambus, Sie wissen das doch bestimmt. Sie sehen aus wie ein Action-Fan. Oh nein, niemand redet mit mir. Außer irgendein komischer Typ, der nach Troll stinkt. Super. Da sind doch noch welche. Ja, hier vorne. Guck mal. Hallo, Sie da. Wir haben eine Frage. Hier. Wer spielt die männliche Hauptrolle? Die Hauptrolle im allerersten James-Bond-Film. Kann mir das jemand sagen? Warum? Warum haben Sie Schlitzaugen? Oh, das sind so hilfreich. Mein Gott, ich bin verloren. Wenn da ein paar Millionen rüberwachsen, mache ich mit. Wow, sind so hilfreich. So 20 Millionen. Herr Bambus, sind Sie ansprechbar? Wer spielt die Hauptrolle? Ich höre Sie nicht. Sprechen Sie tatsächlich was? Ich habe Sie nicht gehört. Wer spielt die Hauptrolle im allerersten James Bond Film? Jesus Christus. Sie können das auch sonst schreiben, der Herr. Ja. Aber normalerweise kann der Herr Bambus sprechen. Dann hört Sie nicht. Wetten, der hat die richtige Antwort. Hört einfach ja nicht. Ach so, Barry Nelson. Oh, okay, das ist meine Antwort. Ich hoffe, Sie liegen richtig. Dann kommen Sie bitte ins Auto. Auf Wiedersehen, Herr Bambus. Ich hoffe auf Wiedersehen. Ich hoffe auch. Ja, auf Wiedersehen. Also ganz wichtig, Sie dürfen niemandem sagen, dass Sie um Leben und Tod geht. Das wäre der Witz am Spiel. Das wird Ihnen ja immer erst im Auto erzählt. Natürlich, aber ich sage ja nicht, ich überdramatisiere das Ganze ja ein bisschen. Mir glaubt ja sowieso keiner. Okay, ist das Ihre finale Antwort? Ja, ich habe keine bessere. Das ist leider falsch. Die richtige Antwort wäre John Connery. Wirklich? Oh mein Gott. Wirklich. Toll, das toll. Ist die erste falsche Antwort. Damit haben Sie die erste verkehrt. Nächste Frage. Ich hoffe, Sie kennen sich ein bisschen mit Erdkunde aus. Ja. Aber das kennen Sie ja scheinbar, da Sie ja den Flug kennen. Dann erzählen Sie doch mal, wie viele direkte Nachbarländer hat Deutschland? Ha! Verdammt! 10 Sekunden haben Sie Zeit. Fünf, vier, sagen wir sechs. Zwei, eins. Ich weiß es nicht, sechs Stück. Sechs Stück? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Es sind wahrscheinlich mehr. Oh mein Gott. Das ist leider verkehrt. Es sind neun. Neun? So ein verdammter Dreck. Oh. Es ging doch so gut los. Konzentrieren Sie sich mehr. Oh mein Gott.
Na gut, dann nehmen wir mal Sport. Kennen Sie sich ein bisschen in Sport aus? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also Geschichte? Gar nicht. Eigentlich auch nicht, nein. Kennen Sie sich damit Sprichwörtern so ein bisschen aus? Sprichwörter könnten gehen. Oder Mathematik? Gehen. Mathematik ist schlecht, Sprichwörter gehen. Was geht denn noch? Kunst einigermaßen vielleicht, ich weiß es nicht. Na gut, dann erzählen Sie mir doch mal. Welche Tageszeit hat Gold im Mund? Morgenstund. Das ist richtig. Oh, Gott sei Dank. Ich mal wieder weiterfahren. Ich hab so Angst, nur noch eine Frage falsch und dann war's das. Oh mein Gott. Ja. Das ist das Problem, die letzte. Möchten Sie es noch mit Erdkunde versuchen? Nein. War schon katastrophal. Irgendein Wunsch wegen einer Medizin? Sie kennen sich ja mit Medizin gut okay. aus. Welches Fell brauchen wir Menschen, um zu atmen? Das Zwerchfell? Das ist richtig. Ja. Drei Fragen haben Sie noch, einen oh Joker, eine dürfen Sie noch verkehrt machen. Also Sie, am besten keine mehr verkehrt machen, weil ja. das war Ihr Ende. Ja. Keine verkehrt mehr. Bitte. Dann machen wir mal ein bisschen mathematisches Grundwissen. Okay. Wie lauten die ersten drei Zahlen von Pi? Die ersten drei Zahlen von Pi. Bitte schauen Sie nicht auf Ihr Handy. Pi. 3,146? Das ist richtig. Das sind drei Zahlen. Achso, ja, erst 1,34. Ja. Ich hab nach dem Komma gedacht. Ja. Ja. Meine Rolle, bitte. Nächste Frage. Ja. Musik. Oh Gott. Wie heißt die Popgruppe, in der Dieter Bohlen und Thomas Anders vereint waren? Die Popgruppe, in der Dieter Bohlen und Thomas Anders vereint... Modern Talking. Modern Talking. Hoffe ich. Das ist richtig. Boah, Sie müssen ja nur noch eine Frage beantworten. Also ich bin jetzt mit Ihnen so hab ich am meisten ab, Angst. Jetzt? Da war ich am meisten Angst. Ach, was? Da wir ja alle Themengebiete abdecken müssen, kommt jetzt... dürfen Sie sich aussuchen, Sport oder Sprachen? Sprachen. Sprachen, okay. Welcher südamerikanische Staat hat Portugiesisch als offizielle Landessprache? Oh nein! Welcher südamerikanische Staat hat Portugiesisch als Landessprache? Okay, ich möchte gerne den Antworten-Joker. Der Antworten-Joker. Antwort A. Argentinien. Antwort B. Brasilien. Antwort C. Peru. Und Antwort D. Mexiko. Okay, ich wähle Brasilien. Sind Sie sich da sicher? Ist das Ihre finale Antwort? Nein, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich wähle Brasilien. Diese Frage ist leider richtig. Oh mein Gott. So, damit hätten Sie 400.000 Altes-Zöller verdient. Jetzt die Frage, möchten Sie die alles entscheidende Bonusfrage, mit der Sie Ihr Geld verdoppeln können, oder nicht? Wenn ich sie falsch beantworte, verliere ich das Ganze, oder? Wenn Sie die falsch beantworten, verlieren Sie das Ganze, richtig. Nein, ich glaube, ich bleibe bei 400.000. Und die einfachen Fragen waren schon schwer genug. Gut, dann darf ich Ihnen beglückwünschen. Wir werden jetzt zum nächsten ATM fahren und dann bekommen Sie Ihren Gewinn von 400.000 Altes-Dollar. Ganze 400.000. Oh. Alter Schwede.
Wow, ich hab gedacht, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Warum ganze, wieso sagen Sie ganze letzte Stündlein? Das ist doch nicht gefährlich hier, das Ganze. Okay, wir sind für uns nicht, für Sie ja. Dankeschön. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen mal, wir haben insgesamt fünf Bonusfragen, zwischen denen wir uns immer entscheiden. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen ja mal eine der Bonusfragen sehr gerne, wäre neugierig. Also, möchten Sie eine, die eher in Richtung Essen und Nahrung geht, ja, oder gerne eher in Richtung Tiere? Oh, ist beides gut. Tiere. Tiere. Wie viele Nasenlöcher hat ein Pottwal? Sechs? Falsch, eins. Kein Plan. Okay, ich bin froh, ach so, ja stimmt. Ich bin froh, sie nicht bekommen zu haben, diese Frage. Gut, dann werden wir sie selbstverständlich noch wieder mit nach Kavala nehmen und dann den nächsten Kandidaten suchen. Dankeschön. Bitteschön. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Herzlich willkommen beim Quiz-Taxi. Sie haben 10 Fragen. Das war jetzt bitter. Denken Sie die leichten oder die schweren Fragen? Wow! Da ist ja der... Dreh mal um. Nein, warte, ich mach das. Nicht wundern, das wird jetzt ein bisschen gewalttätig. Titus ist in Ordnung. Ist da, das Titus lassen wir uns nicht gebieten. Das lassen wir uns nicht gefallen. Absolut. Ein bisschen. Nicht. Da sind so, einfach mal hier kurz vorbei. Ja, warte. Ein Moment. Ja. Links. Mann. Irgendwelche RDMer halt. So, alle vier tot. Das war ja schnell und unkompliziert. Nice, möchte gern RDM, sag ich nur.